Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind erstmal 7 Minuten ungefähr unter uns, das heißt hier bei 1 Festival und hier bei 1 Live. Und das WDR Fernsehen wird sich dann dazu schalten. Ja, schön, dass ihr da seid, eine freie Themennacht, wie immer mittwochs. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Gerhard. Und ja. Gerhard ist 61. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Gerhard, weswegen rufst du mich an? Ach, ich habe da ein Problem. Das ist zwar fast ein Jahr her. Und ich hätte gerne mal deine Meinung gehört. Ja. Weil ich weiß, du bist sehr erfahren. Und ich verfolge deine ganzen Sendungen. Ja. Erzähl. Meine Familie, manche werden vielleicht sagen, naja, dann mach nicht so einen Hammer auf. Oder manche, die tun das nicht so, aber uns, meine Familie, uns hat vollkommen den Boden unter den Füßen weggehauen. Was ist passiert? Ich habe 2 Kinder. Und der Junge ist 68 geboren, der Sohn, und die Tochter ist 74 geboren. Wir sind eine sehr gute Familie gewesen. Eigentlich normale Familie, anständig mit allen drum und dran. Ich habe meine Kinder anständig erzogen. Wir sind auch bemüht gewesen, denen Liebe zu schenken. Ich war aber immer der Meinung, man kann mit Geld alles machen. Ich bin aber da, Gott sei Dank, mal belehrt worden, dass man mit Geld nicht alles kann. Ja. Damit man da dicht damit auf die Schnauze fliegen kann. So, da ist jetzt irgendwas Gravierendes passiert. Du hast uns, gerade gesagt, uns ist der Boden unter den Füßen weggeflogen. Ja. Was ist passiert? Ich hatte am 2. Oktober voriges Jahr Geburtstag und wäre 60 geworden. Ja. Und da wollten wir verreisen, weil das ja was Besonderes ist, nach Kroatien, früh um 4 zu meinem Geburtstag. Ja. Und meine Tochter und der Schwiegersohn kamen am 1., also 0 Uhr, ne, 5, und haben mir gratuliert. Und da war alles in Ordnung und wir saßen, haben ein bisschen gefeiert. Und auf einmal ruft es an. Die Koffer standen schon im Haus. Und auf einmal ruft an, unser Sohn, und sagt, ich will es euch noch sagen, ich habe gestern geheiratet. Also uns hat die Beine weggehauen. Ja. Also, dass er es heimlich gemacht hat. Ja, ohne uns was zu sagen. Das ist ein Schlag ins Gesicht gewesen. Das ist das, was du auch meinst. Ja. Das heißt, du bist darüber erschüttert, dass dein Sohn... Ja, wir können es nicht beschreiben. ...völlig heimlich geheiratet hat, ohne euch zu informieren. Ja, und dann ruft er euch an, bevor ihr in Urlaub fahrt. Ja, er ist ins Standesamt gegangen mit Fremden. Er ist mit Fremden Mittagessen gewesen. Das haben wir nur alles erfahren. Das heißt, die ganze Feier ist auch ohne euch... Er hat gefeiert. Ohne euch. Mit ihren Leuten. So, ohne uns. Nun liegt ja nahe, dass du dann fragst, warum hast du das gemacht? Er sagt es nicht. Ich nehme an, durch die Schwiegertochter... Hattet ihr denn vorher auch Streit miteinander? Eigentlich nicht. Ich hatte mit ihnen ein sehr gutes Verhältnis. Du hast aber gerade so eine Bemerkung gemacht. Ich, Gerhard, habe früher so gedacht, mit Geld kann man alles regeln. Ja, ich habe ihn immer finanziell unterstützt, wenn er mich gebraucht hat. Ach so, da hat Geld keine Rolle gespielt. Ja, aber nicht nur finanziell, sondern auch mit Liebe. Aber auch mit ich muss vielleicht Zuwendung. Sagen, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht habe ich es meinen Kindern auch nicht richtig gezeigt. Ja, das ist natürlich jetzt schwer auch für mich zu beurteilen. Wenn du sagst, das Verhältnis war eigentlich gut. Sehr gut. Da war eine Zuwendung zu den Kindern. Ja, eine Affenliebe würde ich sogar behaupten. So, und auch materiell war auch, hast du dem immer was gegeben? Immer. Wusstest du denn überhaupt, dass dein Sohn da eine Freundin hat? Und das, natürlich. Das wusste der. Gewusst. Die haben etliche Jahre zusammengelebt. Und haben die oft bei euch verkehrt? Ne, sie weniger, aber zu Geburtstagen und so, ne? Auch. War denn da eher eine Spannung zwischen mit der Schwiegertochter? Von Anfang an? Nein, das kam später. Wieso? Meine Schwiegertochter ist im Prinzip eine gute Frau, die kocht und alles, und
Aber zu jeder Feier, also wir waren circa, so lange wie sie sich kennen, 7, 8 Jahre, sagen wir mal, wir waren 50 Mal zusammen. Von denen war sie 47 Mal abends besoffen. Ach so. Und der Einzige, kein Mann. So. Und da habt ihr und dann wird sie euch bösartig und aggressiv. Und da habt ihr euch auch kritisch geäußert? Ja, da haben wir gesagt, Silvia, nimm es nicht übel. Das ist das einzige Problem, was wir mit dir haben. Verstehe, und das hat ihr wiederum dann nicht gefallen? Ja, ja. Und dadurch ist wahrscheinlich die. So, du musst aber dem Sohn doch eigentlich klar sein, dass er seinen Eltern da etwas sehr Schlimmes angetan hat, heimlich zu heiraten. Ja. Wenn er so zu euch kommt, er kommt doch jetzt auch weiter zu. Nee, gar nicht mehr. Ach, das geht ja noch weiter. Das hat mich so beschäftigt nach dem Anruf. Ja. Und 3:45 bin ich hier umgefallen und hatte einen Gehirnschlag. Ach du lieber Gott. Der Mund schief. Das Bein hier nicht, der Arm nicht bewegen. Ach du Gott. So, also die Fahrt und der Urlaub war weg. Ja. Der Frauen habe ich ja dem Moment den ganzen Urlaub versaut. Ja. Na? Aber du bist wieder einigermaßen hergerichtet, ja, hergestellt. Ja, ich bin zufrieden. Das ist Gottes gut. Willen, ich muss zufrieden sein. Aber es gibt keinen Kontakt im Moment zwischen ja, den Sohn. Ja, und weißt du, was ich mir da überlegt habe? Und das ist eigentlich der Punkt, ja, warum ich mich so mit dir unterhalten wollte. Ja. Jetzt lag ich ja 3 Wochen im Bett. Ja. Und da habe ich ihn eigentlich, er hat sie von allem erfahren, denn ich bin sehr bekannt in Greiz. Mhm. Ich war 34 Jahre Leistungssportler. Mhm. Mich kenne viele. Okay, was? So, und jeder hat gewusst, dass ich nicht in Urlaub bin. Ja. Und die haben alle gesagt, dein Vater, der ist sowas, der hat Gehirnschlag, der liegt daheim. Mhm. So, und da habe ich ihm die Chance gegeben und er kam nicht. Er kam nicht. Ich habe jeden Tag gewartet. Er hat dich nicht besucht, während du Nein. krank warst? So, und bis heute ist kein Besuch stattgefunden? Ich habe erst einmal die 3 Wochen gewartet, habe ja ihm die Chance gelassen. Ja. So, und dann habe ich mich mit meiner Tochter, Schwiegersohn und mit meiner Frau hingesetzt. Mhm. Und jetzt kommt es eigentlich, wo ich gern deine Meinung wüsste. Mhm. Ich sage es einmal so, wie es ist, obwohl es hart liegen. Mhm. Mit ihm zusammenleben, das geht nicht mehr. Mhm. Denn ich würde das ihm nie verzeihen und meine Frau auch nicht. Mhm. Denn man kann alles verzeihen und kann alles wieder gerade bügeln, ja, außer er kann ja nicht noch mal heiraten. Was ist deine Frage? Ja, und jetzt ist das, meine Frau und ich, wir müssen uns einbilden. Mhm. Und zwar ganz einfach, um weiter zu leben. Mhm. Denn wir wollten mit dem Auto, wollten wir einen Baum knallen. Sag ich ganz ehrlich, so wie es ist. Gerhard, wir hatten nicht einmal Angst davor. Ich unterbreche dich mal kurz, weil ich eben die Zuschauer des WDR Fernsehens begrüßen möchte. Ja. Okay? So, meine lieben WDR-Fernsehzuschauer, ihr seid auch da, willkommen. Wir sind im WDR-Fernsehen ein bisschen später. Wir bitten das zu entschuldigen. Freuen uns aber, dass wir jetzt da sind und ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir haben hier im Radio und bei 1 Festival schon begonnen. Und ich spreche gerade mit dem Gerhard und die Geschichte von Gerhard ist, dass sein Sohn voriges Jahr an seinem Geburtstag, also am Geburtstag von Gerhard, meinem Gesprächsteilnehmer, heimlich geheiratet hat. Und das hat den Gerhard so komplett umgehauen, weil das Verhältnis früher gut war zu seinem Sohn. Und daraufhin ist der Gerhard im wahrsten Sinne des Wortes, hat es ihn umgehauen, er hat einen Gehirnschlag bekommen. Hat sich aber Gott sei Dank wieder davon erholt, deshalb sprechen wir ja auch gerade miteinander. Der Sohn hat ihn nicht besucht, als er schwer krank da niederlag. Jetzt ist das für Gerhard und seine Frau natürlich eine sehr schlimme und sehr traurige Sache. Und wir waren gerade dabei, Gerhard wollte mir etwas sagen, oder er wollte mich etwas fragen, was er tun soll oder tun will. Wiederholst du es nochmal, Gerhard? Ja, wir haben durch diese Enttäuschung, haben wir uns dann überlegt, mit ihm, weil wir ja in einer Stadt leben, ja, mit ihm ein Zusammenleben ist nicht mehr möglich. Ja. Und da haben wir entschieden, so hart wie das klingt, und ja, ich weiß nicht, ob das Außenstehender verstehen kann. Unser Sohn, den ich geliebt habe und meine Frau, mhm, der ist auf der Autobahn tödlich verunglückt. Und den trauere ich nach. Moment. Dieser Sohn, über den bilde ich mir ein. Ach, das bildest du dir ein? Ja. Ach so. Damit meine Frau und ich, dass wir weiterhin leben können. Mhm. Das ist ganz hart und wir haben uns das lang überlegt.
Also, dass ihr euch das in Gedanken so zurechtlegt. Ja, aber das gibt's nicht. Im Prinzip in Gedanken zurechtlegt, er ist gestorben. Ja, und wir lieben unseren Sohn, der aber nicht mehr lebt. Ja, das ist natürlich eine sehr harte Grundhaltung. Ja, deswegen habe ich dich ja eigentlich... Eine sehr harte Grundhaltung. Ja. Weißt du, wenn die Situation im Moment so verfahren ist, dass der Sohn nicht zu euch kommt, was schlimm genug ist, dann wird man vermutlich nichts daran ändern können im Moment. Er hat dich ja auch links liegen gelassen, als du so schwer krank warst. Ja. Mhm. Aber vielleicht solltest du bist ja schon ein erfahrener Mann mit 61 Jahren, vielleicht solltest du einfach so die Haltung haben, okay, es ist, wie es ist und es ist traurig, wie es ist. Ich habe keinen Kontakt zu meinem Sohn, aber ich lasse die Tür offen. Vielleicht für den Fall, dass er sich in einem Jahr, in einem halben Jahr, in 3 Jahren eines anderen besinnt. Ich will die Tür nicht ganz zuschlagen. Wenn ich ihn in Gedanken als tot sehe, ist das eine sehr schlimme, sehr schlimme Strafe. Ganz schlimm. Ja, und vor allen Dingen findet ihr auch keine Ruhe. Ja, bis jetzt hat man noch keine gefunden, das ist richtig. Also ich würde an deiner Stelle, so traurig das für Eltern ist, einfach sagen, okay, es ist halt so, wie es ist, und weiter gar nichts tun, in der Hoffnung, dass der Junge sich eines Besseren besinnt. Wir wissen ja nicht mehr, Domian, was er anhatte der Hochzeit. Ja. Andere Leute haben Hochzeitsbilder. Ich weiß, du hast mir das gerade gesagt, dass er auch heimlich die Feier gefeiert hat. Das ist alles ganz schlimm und das ist mir völlig klar, wie euch das umhaut. Und ich bin doch aber ich sag dir, das haut dich noch mehr um. Und ich finde es eigentlich auch nicht in Ordnung, wenn du oder wenn ihr euch, deine Frau und du, wenn ihr euch das innerlich so zusammenbaut, der Sohn ist tot. Ja. Das ist zu hart, das kann man nicht machen. Der Sohn ist nicht tot. Und wenn der Sohn irgendwann zu euch zurückkommt, seid ihr froh, dass er wieder da ist und dass er lebt. Und dann nehmt ihr ihn in den Arm. Wenn es so wäre. So. Schweige und lass die Tür auf. So würde ich es dir und deiner Frau sagen, Gerhard. Das ist meine Meinung. Du wolltest meine Meinung hören. Ja, ne, freilich. Ja. Aber es ist hart. Es ist absolut hart, kann ich gut verstehen. Ich war eigentlich überrascht, denn ich hatte immer damit gerechnet, was passiert in mir als innerlich als Mensch, wenn ich meinen Sohn zufällig begegne. Mhm. Und ich bin bis jetzt zweimal ihm begegnet. Und ich muss sagen, ich bin über mich selbst erschrocken. Ich habe keinerlei Gefühle gemerkt. Ich habe einen Mann gesehen, der meinen Sohn sehr, sehr ähnlich sieht. Ja. Das war's aber. Habt ihr gegrüßt, euch gegenseitig gegrüßt? Nee, gar nichts. Er geht an mir vorbei. Lass es so, wie es ist. Und wie ich es dir gerade gesagt habe, ich glaube, das ist eine gute Grundhaltung. Ich wünsche dir und deiner Frau trotz allem alles Gute, alles Liebe, Gerhard. Domian, schönen Dank. Auf Wiederhören. Du hast mir sehr geholfen. Ich werde es mit meiner Frau noch mal drüber reden. Ja, bitte mach es, ja. Ne, und die Tochter auch mit einbeziehen. Genau. Ich gucke deine Sendung auch weiter. Das ist sehr schön von dir. Interessant. Vielen Dank. Bleib gesund. Ja, das hoffe ich auch. Passiert dir sowas nicht. Ja, hoffentlich nicht. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben Mittwochnacht, wie immer eine freie Themennacht. Also, wenn ihr mich anrufen wollt, hier live im Radio, bei 1Live, im WDR Fernsehen, dann meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben. Der nächste Anrufer, die nächste Anruferin ist Sabine. Sabine ist 19. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Hallo, Sabine. Ja, es geht bei mir halt um Folgendes, und zwar bin ich seit 3 Wochen mit meinem Freund auseinander, war sehr lange mit ihm zusammen, Wie lange denn? Knapp 4 Jahre. Oh ja. Bin damals überstürzt in die Beziehung gegangen, weil mein Vater gestorben ist und habe halt sozusagen Liebe gesucht, die meine Mutter mir nicht geben konnte. Die Beziehung ist ein knappes Jahr gut gegangen und dann hat mein Freund angefangen, mich zu schlagen. Ich habe unzählige Verletzungen gehabt wegen ihm. Beim Schlagen ist es nicht geblieben. Sondern? Er hat mich getreten. Ja. Ich hätte eigentlich ein Kind von knapp circa 2 Jahren. Das also heißt, er hat dir das Kind aus dem Leib getreten? Genau. Als ich Mitte 5. Monat schwanger war. In welchem Monat? Mitte 5. Monat. Mitte 5. Monat schon? Ja.
Mhm. Und ich kann halt nicht wirklich damit abschließen, weil er mich nicht in Ruhe lässt. Er droht mir immer noch. Lass mich nochmal einen Satz zur Vergangenheit fragen. Du sagst, da sind so viele Gewalttaten vorgefallen. Ja. Warst du auch so verletzt, dass du irgendwann mal im Krankenhaus deshalb warst? Ich lag des Öfteren im Krankenhaus. Du lagst sogar im Krankenhaus? Ja. Was hatte er da angerichtet? Ich hatte wegen ihm einen Schädelbasisbruch. Mhm. Hatte insgesamt 11 Rippen gebrochen. Hatte innere Verletzungen, sodass ich 3 Monate im Koma lag. 3 Monate im Koma aufgrund innerer Verletzungen, die dein Freund dir zugefügt hatte? Genau. Was hast du denn da im Krankenhaus gesagt, weswegen du so verletzt warst? Unfall. Und das haben die geglaubt? Das haben die geglaubt, ja. Und du hattest immer Angst, die Wahrheit zu sagen? Genau. Hat er dich denn im Krankenhaus mal besucht? Er war täglich da. Er war täglich da. Mhm. Und dann hat er den freundlichen Freund gespielt? Ja. Hat er sich entschuldigt? Zu Hause. Er hat immer gesagt, es kommt nicht wieder vor, es kommt nicht wieder vor, es tut mir leid. Und zu Hause war es dann wieder alles anders? Und zu Hause ist der ganze Mist von vorne losgegangen. Hm. So, jetzt bist sage ich erstmal spontan, Gott sei Dank, seit 3 Wochen von dem weg. Wie kam es denn zu der Trennung? Durch meinen besten Freund. Was hat der? Ich habe meinen besten Freund, dazu muss ich sagen, ich habe meinen besten Freund sehr lange nicht mehr gesehen. Mhm. Der ist bei der Bundeswehr und musste halt ins Ausland. Ja. Und kam wieder und diesen Sommer war es ja auch zwischendurch tierisch warm. Ja. Und ich bin im dicksten Pulli rumgelaufen, mhm. weil ich meine kompletten Arme blau hatte. Mhm. Und hatte natürlich ein T-Shirt drunter. Und er meinte, weil er mich gesehen hatte und gesehen hat, dass es mir nicht gut ging, meinte er so, was ist denn los bei dir? Mhm. Und ich natürlich wollte erst nichts sagen, habe dann halt gesagt, nichts, alles in Ordnung. Mhm. Ich meine also, ich kenne dich. Ich kenne dich jetzt mittlerweile seit 13 Jahren. Mhm. Und ich weiß, dass du im Sommer normalerweise nicht mit Pulli rumläufst. Was ist bei dir los? Und dann habe ich ihm halt meine Arme gezeigt. Hatte er denn vorher, wenn ihr euch so lange schon kennt, hatte er das vorher nicht mitbekommen, was dein Freund dir antut? Nee, weil er ja nicht da war. Ach, er war so lange weg? Er war richtig lange weg. Ach so. Dann hast du ihm deine Arme gezeigt? Ja, ich habe ihm meine Arme gezeigt. Er hat meinen Rücken gesehen, der auch blau war. Mhm. Und dann meinte er so, jetzt sagst du mir bitte, was bei euch in der Beziehung abgeht. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, mein Freund misshandelt mich, er schlägt mich. Hast du da zum ersten Mal drüber gesprochen bei deinem besten Freund? Ja. Ja. Und dann hat der gesagt, jetzt muss was passieren. Er hat gesagt, jetzt muss was passieren, weil ich auch mit meinem Freund zusammen gewohnt habe. Mhm. Er hat gesagt, du packst deine Sachen zusammen und wenn dein Freund auf der Arbeit ist, komme ich dich holen. Weil ich konnte die Wohnung auch so nicht verlassen, weil er mich eingeschlossen hat. Mhm. Das heißt, er hat dich wirklich regelrecht gefangen gehalten in der Wohnung? Genau. Du konntest nicht alleine raus? Ich durfte nicht alleine raus. Nur mit ihm immer zusammen? Genau, nur wenn er dabei war. Du hattest auch keinen Freundeskreis, Freundinnen, mit denen du mal irgendwie einkaufen gegangen bist oder irgend sowas? Durfte ich nicht. Durftest du nicht. Das heißt, du warst permanent die ganzen Jahre mit diesem Mann zusammen? Mhm. Und er hat... Was ist mit deinen Eltern? Zu meiner Mutter habe ich, seit mein Vater gestorben ist, keinen sehr guten Kontakt mehr. Vater ist gestorben, hast du schon gesagt? Genau. Mhm. Mhm. Und sonst gab es keine Verwandten? Mit meiner Schwester komme ich auch seitdem nicht mehr gut klar, nein. Das heißt, es ist auch niemandem so wirklich aufgefallen, dass du da gefangen bist? Nicht wirklich, nein. Mhm. So, jetzt hat der hat dich da rausgeholt. Genau. Vor 3 Wochen. Wo bist du jetzt bei dem besten Freund oder bist du? Ja, genau, ich wohne zurzeit bei meinem besten Freund. Wie hat jetzt dein ehemaliger Freund reagiert? Oder wie reagiert er noch? Er verfolgt mich. Er ruft an, er droht mir. Weiß er, wo du bist? Momentan noch nicht. Mhm. Mhm. Aber ich war jetzt auch letztes Wochenende abends mit meinem besten Freund mal wieder raus seit langem. Mhm. Und bin dann, weil es auch nur 500 Meter waren, zu Fuß nach Hause gegangen. Mhm. Und er hat gesagt, er kommt in 10 Minuten nach. Dein bester Freund. Mhm. Und auf dem Weg ist mir dann jemand hinterhergelaufen und wurde immer schneller und ich kann halt nicht so schnell laufen. Mhm.
weil es mein Rücken auch nicht mitmacht, weil ich den auch verletzt habe durch meinen Ex. Mhm. Und er packte, mein Ex ist halt hinter mir gewesen und er packte mir dann halt an die Kehle und drückte tierisch fest zu, sodass ich keine Luft mehr kriegen kann und stand vor mir und sagte zu mir, wenn ich dich nicht haben kann, dann darf dich keiner haben. Hat in dem Moment dann auch zugeschlagen, seitdem habe ich meine Nase angebrochen. Gott. Wer hat dir geholfen dann? Zum Glück mein bester Freund. Der kam dann? Der kam. Und der ist dazwischen gegangen? Der hat das gesehen, ja. Und hat gesagt, so, lass das Mädchen jetzt mal in Ruhe, die hat genug durch dich mitgemacht. Ist er dann abgehauen oder hat er sich mit deinem besten Freund angelegt? Er hat sich mit meinem besten Freund angelegt. Und wer war da der Stärkere, Überlegenere? Das ist darauf hinausgelaufen, dass wir beide das Weite gesucht haben, weil er eine Waffe gezogen hat. Du musst ihn sofort anzeigen. Ich habe ihn des Öfteren angezeigt. Und was ist daraus geworden? Im Nachhinein nichts, weil Aussage gegen Aussage stand. Mhm. Weil. Gut, aber jetzt gibt es vielleicht neue, die Verhältnisse sind jetzt neu. Da ist ein anderer Mensch dazugekommen, nämlich dein bester Freund. Der hat zum Beispiel diese Szenerie auch mit beobachten können, von der, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Es gibt sicher noch viele ärztliche Berichte von deinen Krankenhausaufenthalten. Also ich sag mal so, wenn es bei den Schlägen geblieben wäre, wäre das ja das Einfachste gewesen, weil seitdem, ich vertraue keinem Mann mehr. Mhm. Ich habe nachts Albträume. Mhm. Ich schlafe seitdem sehr, sehr wenig. Ja. Er hat mich vergewaltigt. Also er hat sich das genommen, was er wollte. Und wenn ich nicht gewollt habe oder nicht wollte, ich hatte wegen ihm, hab von ihm ein Messer an die Kehle gehalten bekommen. Oder hab dann halt Schläge gekriegt oder. Warum bist du nicht geflohen? Ich konnte nicht. Ich kam aus der Wohnung nicht raus. Aber dein bester Freund hat dich herausgeholt. Mhm. Da kamst du dann. Weil er die Tür eingerannt hat. Ach so. Warum hast du nie da die Polizei um Hilfe gerufen? Ich habe mich nicht getraut. Mhm. Ich bin total seitdem in mich zurückgekehrt. Mhm. Ich rede sehr, sehr selten nur noch. Verstehe das nicht als Vorwurf, sondern einfach nur mal als Frage. Ich erahne schon, in welcher Angst du warst. Und wenn man in so einer Angst ist... Das glaube ich. Ich bin ganz erschüttert, was du erzählst, Sabine. Ich bin auch, seitdem ich mit ihm auseinander bin, ich bin in psychiatrischer Behandlung. Du bist schon in psychiatrischer Behandlung? Ja. Mhm. Das hat auch dein bester Freund eingefädelt? Ja, er hat gesagt, ich gehe mit dir zum Ersten, gehe dann mit dir dahin. Mhm. Und wenn du das nicht willst, dann sagst du das. Und wenn du das willst, wenn es dir hilft... Dann machst du das und du musst halt auch wieder gucken, dass du wieder ins normale Leben zurückkehrst sozusagen. Wobei ich glaube, dass das so schnell nicht geht. Wenn man 4 Jahre so ein Martyrium hinter sich hat, glaube ich, braucht es eine sehr lange Zeit, ehe man da wieder einigermaßen Fuß fasst. Mhm. Also mir gehen gerade ganz viele Sachen durch den Kopf. Mir geht der Fall durch den Kopf in Österreich, der Fall Kampusch. Hast du auch mitbekommen, das Mädel, was so lange eingesperrt war, ist ein anderer Fall natürlich, aber wenn du sagst, du warst auch 4 Jahre bei diesem Mann in der Wohnung eingesperrt und konntest da nicht raus und hattest Angst und dann geht mir durch den Kopf, dass du unbedingt langfristige und gute Hilfe brauchst, dann geht mir durch den Kopf, dass du geschützt werden musst. Und es geht mir auch sehr durch den Kopf, dass dieser Mann aus dem Verkehr gezogen werden muss, nämlich dass der angezeigt, unbedingt, dass die Polizei den fassen muss. Also ich habe meinen Ex-Freund insgesamt 11-mal angezeigt. Mhm. Ich bin da wieder fassungslos, dass da nichts passiert, dass alles im Sande verlaufen ist. Mhm. Aber wenn du ihn 11-mal angezeigt hast, dann muss es jetzt ein 12. Mal sein. Mhm. Immerhin hast du jetzt ja auch noch einen Zeugen, der diese eine Geschichte zumindest bezeugen kann. Dann wäre es vielleicht auch ganz gut, da werden wir dir gleich mal noch versuchen zu helfen, wenn du vielleicht mit einem Frauenhaus, einem Frauennotruf Kontakt aufnehmen würdest. Mhm. Weil die wissen auch sehr gut Bescheid, wie man in solchen Fällen auch Frauen schützt, dass der dich auf keinen Fall kriegt. Ja, also ich sag mal so, mein bester Freund ist halt jetzt rund um die Uhr bei mir. Mhm. Er passt auf mich auf und er sagt auch, du gehst auch ohne mich, gehst du nicht mehr alleine vor die Tür, weil ich Angst um dich habe. Mhm.
weil er Angst hat, dass mir was passiert. Mhm. Und mein bester Freund, muss ich dazu sagen, ist für mich mein großer Bruder. Ja, zu dem du auch absolutes Vertrauen hast. Genau. Ja. In diesen 4 Jahren, wo du eingesperrt warst, wie hast du da so über dein Leben gedacht? Hast du gedacht, das geht jetzt immer so weiter, oder hast du irgendwelche Pläne geschmiedet? Ich habe teilweise dran gedacht, doch eventuell versuchen zu fliehen. Ich habe es auch mehrmals probiert, aber es hat nicht funktioniert. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, gut, okay, wenn es halt so sein soll, dann soll es so sein. Mhm. Ich habe auch schon einen Selbstmordversuch hinter mir, mhm. weil ich eine Zeit lang absolut nicht mehr damit klarkam. Ja. Und ja, mein Ex-Freund hat mich halt gefunden und hat mich sofort ins Krankenhaus gebracht, mhm. weil ich mir die Pulsadern aufgeschnitten hatte. Also das ist ja eine endlose Leidensgeschichte. Mhm. Das heißt auch, als du in den Krankenhäusern warst, da wäre ja als es dir dann ein bisschen etwas besser ging, wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen zu fliehen. Aber da hattest du dann wahrscheinlich auch Angst, dass er dich dann irgendwie erwischt. Ja, genau das. Also Sabine, ich finde, dass dir allumfassend geholfen werden muss. Und mhm. Gut, dass du hier angerufen hast. Jetzt werden wir mal versuchen, im Hintergrund dir noch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wie alles jetzt weitergehen soll. Mhm. Sicher wäre auch noch Hinweis auch noch an meine Regie, an meine Psychologin, eine Kontaktaufnahme zum Weißen Ring wäre auch noch gut. Mhm. Sage ich jetzt nochmal so als Hinweis für meine Leute. Mhm. Du legst bitte auf, Sabine, und wir, das heißt meine Psychologin, die Anja, ruft dich jetzt gleich an und ihr könnt in Ruhe sprechen. Okay. Alles Liebe und alles Gute und schönen Gruß an deinen besten Freund. Danke erstmal. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. So, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, die kostenfreie Telefonnummer, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, oder die Mailadresse domian@wdr.de. An dieser Stelle ein Hinweis auf morgen. Morgen ist Donnerstag und morgen haben wir wieder eine Themennacht. Unser Thema morgen heißt Selbstmord. Und ich möchte euch jetzt bitten, das nicht falsch zu verstehen. Das Wort Selbstmord gefällt mir auch nicht, weil darin gleich eine Wertung liegt. Wir haben uns für den Titel entschieden, weil es der populärere Titel ist und die meisten damit gleich genau das verstehen, was wir damit meinen. Wir meinen Selbsttötung. Ich möchte gerne morgen mit Menschen sprechen, die schon den Versuch unternommen haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Ich möchte auch gerne mit Angehörigen sprechen, die ihre Verwandten oder ihre Freunde durch einen Selbsttötungsversuch verloren haben. Wenn ihr gerne mit mir sprechen möchtet morgen, dann meldet euch per E-Mail-Adresse an, per E-Mail unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr sind wir wie immer erreichbar und während der Sendung natürlich auch. Das Thema ist Selbstmord, Selbsttötung, morgen unsere Themensendung. Hier ist Katrin und Katrin ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Katrin. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin etwas aufgeregt, sag ich schon mal vorab. Verliert sich gleich. Ja, ich hoffe. Es ist so, dass ich den Verdacht habe, dass mein Partner unter Umständen vielleicht homosexuell sein könnte. Ich muss dazu sagen, das ist allerdings kein begründeter Verdacht. Wie lange bist du mit dem Partner zusammen? Ja, mit dem Partner bin ich 1,5 Jahre zusammen. Noch nicht so lange. Wie alt ist er? Über 50. Über 50, ja. Und wieso hast du den Verdacht? Ja, das kommen so viele Sachen zusammen. Es ist so, dass es also am Anfang ganz toll war, also unsere Sexualität ganz toll war, wie man sich als Frau eigentlich nur wünschen kann. Und dass es jetzt die letzten 2-3 Monate sich ganz geändert hat, dass also er praktisch überhaupt keine Lust mehr hat. Mhm. Dass ich, das kann natürlich alles auch andere Ursachen haben, aber man sucht natürlich nach Gründen. Mhm. Also es läuft im Bett nichts im Moment? Wenig, ne, wenig. Also wir haben sonst wirklich auch schon so 2-3 Stunden im Bett verbracht, ja. Ohne weiteres oder auch an anderen Orten. Und das hat sich sehr reduziert, alle 3 Wochen vielleicht und dann nur noch im Bett. Und dann ohne dass ich dann Hand anlege, passierte also gar nichts. Also ich könnte im Moment praktisch nackt Concord tanzen auf dem Tisch. Ich glaube, das würde ihn kalt lassen. Nicht interessieren. Das war vorher anders. Das war vorher ganz anders. Mhm. Und das kann natürlich auch andere Ursachen haben. Es ist aber nur so, er sagt, dass ich ihm gefalle. Ich habe eigentlich auch eine gute Figur und sehe eigentlich jünger aus und dass er mich lieb hätte.
Aber es ist, man zieht ja natürlich dann so Rückschlüsse, was kann es sein? Und was gibt es denn noch für Indizien, die dich eventuell auf diese Schiene gebracht haben, er könnte schwul sein? Ja, zum Beispiel auch Prinz Kanten ganz am Anfang. Ich muss dazu sagen, dass er also nie eine Beziehung hatte, Beziehungen, war aber nie verheiratet, hat keine Kinder, hatte Beziehungen, aber die Frauen haben eigentlich nie bei ihm gelebt oder er hat nie mit einer Frau richtig zusammengelebt. Das macht das Ganze natürlich auch schon etwas schwierig, die Beziehung. Ja, na gut, aber er hatte längere Frauenbeziehungen schon, wie er es erzählt. Aber zum Beispiel, das eine war, dass mir Freunde gleich am Anfang sagten, dass man schon gemunkelt und vermutet hätte, er wäre schwul, weil alle Beziehungen in die Brüche gingen. Na ja, gut. Dass er eine Beziehung hatte von 3 Jahren und er hat mir erzählt, mit dieser Frau war er 5-mal im Bett. Wo ich dann schon sage, das ist etwas ungewöhnlich. Gibt es noch einen Hinweis? Dass er ein sehr feminines Verhalten hat. Das kann natürlich auch, es gibt Männer, die ein feminines Verhalten haben. Gibt es. Aber es gibt Männer, die feminines Verhalten haben und Stockhetose. Ja. Gibt's? Ja, ich sag ja, es ist ein unbegründeter Verdacht, aber man sucht natürlich irgendwie nach Gründen. Ja. Und noch was? Er hat mich gleich in der ersten Nacht halt auch gefragt, ob ich Analverkehr mag. Naja. Vielleicht ein anderer, ja gut, ich bin vielleicht was naiv, das macht ein anderer Mann vielleicht auch. Ich war, das ist sehr durchaus auch eine heterosexuelle sexuelle Praktik. Ja, ich war über 20 Jahre verheiratet mit dem ersten Mann, den ich auch kennengelernt habe und war dann jahrelang alleine und das ist jetzt erst wieder mein erster Partner und ich bin da vielleicht etwas naiv. Oder überrascht zumindest. Oh, ja. Aber eine Frage brennt mir auf den Nägeln, auch wenn ich mich jetzt total lächerlich mache damit. Was damit? Ja, es ist Folgendes. Also mein Partner hat an den kleinen Fingern die Fingernägel länger als an den anderen Fingern. Jetzt lach mich bitte nicht aus. Und ich habe mal vor Jahren, hören sagen vielleicht, mal gehört, da wurde gemunkelt, als die Homosexualität noch nicht so offen gelebt wurde, dass es so ein Erkennungszeichen wäre, dass das Schwule hätten. Ja. Darf ich schwul sagen oder? Ja. Und, schwul, ja, natürlich darfst du sagen. Ja. Entschuldigung. Und jetzt habe ich diese Woche einen Kontakt mit einem Verkäufer gehabt, der für mich also sehr eindeutig schwul war. Er hat das also sehr offen nach außen getragen. Ja. Und ich habe also dann auf seine Hände gesehen und habe gesehen, dass er auch alle Nägel geschnitten hatte, bis auf die kleinen Finger. An den kleinen Fingern waren die Nägel länger. Das kann sein. Das habe ich auch schon mal gehört, dass das früher so ein geheimes Signal war. Und jetzt macht mich das total fertig. Andererseits ist das heute auch so ein Modeding. Viele Männer haben ja irgendwie die Fingernägel auch ein bisschen anders und das vermischt sich ja auch. Ist er denn eher so ein eher jugendlicher und moderner Typ? Überhaupt nicht. Mit Mode hat er gar nichts am Hut. So, jetzt liegt da eigentlich, wir können jetzt viel spekulieren. Das kann mit dem Fingernagel kann so sein, muss aber nicht so sein. Alles, was du genannt hast, könnte darauf hindeuten, muss aber nicht darauf hindeuten. Hast du ihn denn klar gefragt? Was ist los? Bist du schwul? Nein, das habe ich mich nicht getraut. Aber raus damit. Hast du denn dein Unwohlsein schon artikuliert, ausgedrückt? Ja, natürlich. Meinst du jetzt in Hinsicht der Sexualität? Ja. Ja, ich denke auch, die Beziehung krankt auch sehr jetzt. Und wie erklärt er wiederum seine Zurückhaltung? Ja, er erklärt es damit, dass er halt auch Schlafstörungen hat, sehr oft müde ist und dann einfach zu müde oder keine Lust oder ja. Ich muss noch mal fragen, am Anfang eurer Beziehung war das, so hast du es glaube ich gerade erzählt, sexuell schon bisweilen richtig heiß und richtig. Dann kann der Bursche nicht schwul sein, dann ist er maximal bisexuell, wenn er sich nun auch so richtig toll mit einer Frau vergnügen kann. Naja, es gibt aber doch auch Männer, die 20 Jahre verheiratet sind und sich dann irgendwann outen. Gibt's auch. Gibt auch Männer, die Doppelleben führen. Ja. Gibt alles. Das ist ja anscheinend auch irgendwie. So, wenn ich du wäre und mir das so auf den Nägeln brennen würde, würde ich das fragen. Mein Gott, ihr seid in einer Beziehung. Da im Moment stimmt etwas in der Beziehung nicht. Ja, ich frage mich, ob nach 1,5 Jahren das Interesse so dermaßen sinken kann. Eigentlich nicht. So nicht. Wie du es empfindest und so wie du es gerade geschildert hast, finde ich das eigentlich ein bisschen früh. Aber dann soll er dir das auch noch näher erklären. Vielleicht ist es ja auch interessant, dann zu erfahren oder zu bemerken, wie er darauf reagiert, wenn du fragst, oder bist du bisexuell? Stehst du auch auf Männern und hast irgendwie noch was nebenher? Ich glaube, dann schmeißt er mich raus. Also, na gut, also wenn er das. Hat er vielleicht eine Frau nebenher? Könnte auch sein. Ja, ich weiß es nicht. Kann ja durchaus, dass der Bursche dir fremd geht.
Ja, haben wir schon auch uns darüber auseinandergesetzt, aber man kann ja kaum hinter die Stirn gucken. Also das ab. Das streitet er. Gut, er ruft an, wenn er da ist, wenn ich kommen kann. Und ich habe keinen Schlüssel und am Wochenende da schlafen darf ich praktisch nur oder ist ihm eigentlich nur am Wochenende recht eine Nacht, weil er angeblich das nicht gewöhnt ist, dass jemand bei ihm schläft und er da nicht schlafen kann. Ich kann das nicht kontrollieren. Klingt alles ein bisschen merkwürdig. Also das war von Anfang an schon so. Auf jeden Fall bist du nicht zufrieden im Moment. Gar nicht zufrieden. Gar nicht. Und wie gesagt, die Beziehung krankt sehr daran. So, dann würde ich erstmal alles sagen. Was hast du denn zu verlieren? Nix. Ich finde das eine völlig legitime Frage. Da tritt man auch keinem zu nahe. Also wie man fragt, gehst du mir fremd, kann man auch fragen, stehst du auch auf Typen? Ja, aber dir ist jetzt nicht konkret bekannt, dass das so ein Erkennungszeichen wäre. Nicht unbedingt. Es wäre auch jetzt wirklich sehr vage, da daraus unbedingte Schlüsse zu ziehen. Was du alles so beschreibst, könnte durchaus sein, ja. Kann aber auch sein, dass das irgendwie ein eigensinniger Typ ist und dass der, weiß ich, irgendwie vielleicht doch noch was anderes am Start hat und das... Ich bin halt total fixiert auf die Fingernägel, weil ich mir das nicht erklärt kann, dass ein Mann sich alle Fingernägel kurz schneidet. Hast du ihn denn danach mal gefragt, warum er das macht? Nee. Vielleicht, Katrin, du bist aber auch ein bisschen scheu. Ja. Ich würde an der Stelle alles fragen, was mich interessiert. Manche Männer haben es nicht gern, wenn man so viel hinterfragt. Doch, das müssen die ja dann auch aushalten. Ja. Ja, du musst ja wissen, woran du bist. So, und dann würde ich auch noch deutlicher mein Missbehagen nochmal artikulieren. Ich habe das schon sehr getan und deshalb steht die Beziehung auch eigentlich ziemlich auf der Kippe. Und du, nachdem du das getan hast, bemerkst du nicht, dass er sich mehr Mühe gibt, dass er mehr auf dich zugeht? Also in sexueller Hinsicht auf keinen Fall. Und in anderer Hinsicht auch nicht so? Er lässt mich also davor gegen die Wand laufen. Er hat also am Anfang immer gesagt, dass ich ihn ein bisschen animieren soll. Und wenn ich ihn animiere, dann lässt er mich eigentlich voll gegen die Wand laufen. So, das geht eine Weile, aber dann ist auch Schluss. Ja. Dann soll der sagen, was los ist. Nur mit Schlafstörungen lässt sich das nicht erklären. Das ist eine faule Ausrede. Ja. Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Was das ist, keine Ahnung, aber irgendwas stimmt da. Rauszukriegen, ne? Ich meine, wenn einer nichts sagen will, dann sagt er nichts. So, und da musst du aber auch irgendwann die Konsequenzen ziehen und nicht klammern, sondern da musst du auf Rückzug gehen. Ja. Wenn der merkt, dass das ernst ist, dass du auf Rückzug gehst. Und das hat er schon gemerkt, ja, und zieht sich dann auch zurück. Ja, dann liegt ihm auch nichts an dir. So hart das ist, wenn ich das sage. In dem Moment, wo der merkt, dass es dir ernst ist, und ihm würde viel an dir liegen, ist doch normal, wird doch jeder von uns machen. Dann bemüht man sich doch, dann wird man doch aktiv. Naja, behauptet halt, er hätte Potenzprobleme. Wenn ich dann sage, geh zum Arzt, das machen Männer ja nicht so gerne. Ne? Da gibt es mittlerweile wunderbare Pillchen, wenn man Potenzprobleme hat. Ja. Außerdem hat er die ja vor einem Jahr noch nicht gehabt. Ja. Okay, die können natürlich auch im Laufe eines Jahres kommen. Ja, aber das soll der dir richtig erklären. Und was ich auch nicht verstehe, vielleicht noch ganz kurz, also dass er auch seit Wochen einfach nicht mehr kommt. Ne? Seit einigen, vielen Wochen nicht mehr. Wie meinst du? Nur wenn ich es mit der Hand mache und aber beim normalen Geschlechtsverkehr absolut nicht mehr kommt. Aber eine Erektion kriegt er dann schon noch? Wenn ich vorher ordentlich gearbeitet habe dran, ja. Also wenn ich ihn stimuliere mit der Hand, dann ja. Ist auch nicht so schmeichelhaft für dich. Nein, das war nämlich am Anfang auch alles ganz anders. Katrin, du musst reden und Konsequenzen ziehen. Dass mein Selbstbewusstsein da ziemlich drunter gelitten hat jetzt, weil ich es natürlich, was heißt natürlich, aber ich beziehe es auf mich irgendwie. Nee, das brauchst du überhaupt nicht auf dich zu beziehen. Obwohl er immer sagt, das läge nicht an mir. Und ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass der im Moment ein bisschen ein Spielchen mit dir spielt, egal was dahinter steckt. Ja. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, da etwas selbstbewusster aufzutreten und dann auch den Rückschritt zu machen, wenn da nichts kommt. Ja. Alles Gute. Ich danke dir, Dom. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Dirk. Dirk ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Dirk. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe einen Tumor im Kopf. Mhm. Und ich habe es vorgestern erst erfahren. Vorgestern erst erfahren? Ja, und der Tumor ist bösartig. Ja. Man könnte zwar operieren, aber das ist zu gewagt. Wie hast du das bemerkt, dass da was nicht mit dir stimmt? Durch massive Kopfschmerzen. Ja. Und Schwindelanfälle. Und wie lange hattest du das schon?
Das habe ich mir schon ein paar Jahre mit mir rumgeschleppt. Ach, so lange schon? So. Ja, so 5 bis 6 Jahre. Ich habe mir da nie was bei gedacht. Und es wurde immer schlimmer? Ja, und wo es jetzt extrem schlimm wurde, bin ich zum Arzt gegangen und die haben mich gleich ins Krankenhaus geschickt. Mhm. Und die haben mich dann gleich in die Röhre geschickt und dann hat man wohl gesehen, dass da ein Tumor ist, der so groß ist wie ein 2-Cent-Stück. Hat sich das denn jetzt ein richtiger Fachmann schon richtig diagnostisch angeschaut, ja, alles? Ja. Und der sagt, man kann nicht operieren? Man kann nicht operieren und das Schlimmste ist, was er mir gesagt hat, ist, dass ich wahrscheinlich noch 3 Monate zu leben habe. Und das macht mich fertig. 3 Monate? Ja. Das hat der Arzt. Er kann es mir nicht genau sagen, aber er schätzte so 3 Monate rum. Das hat der Arzt so zu dir gesagt? Ja. Und das heißt, man kann da gar nichts machen? Keine Bestrahlung, keine Chemotherapie? Chemotherapie wollen wir jetzt versuchen am Montag. Mhm. Aber ich kriege Montag meine erste Chemotherapie. Aber die Ärzte haben keine große Hoffnung, dass das was wird. Mhm. Sie wollen es versuchen. Ich bin etwas erstaunt darüber, dass der das sofort so klar ins Gesicht gesagt hat, sie haben noch vielleicht 3 Monate zu leben. Ich weiß auch nicht. Er sagte, ich kann Ihnen ja auch keine großen Hoffnungen machen. Ich kann jetzt nicht sagen zu Ihnen, Sie haben noch 1 Jahr zu leben und daher stimmt es nicht. Was empfindet man denn in dem Moment, wo man sitzt in einem Ärztezimmer vor einem Arzt und der sagt das? Was empfindet man denn dann? Angst. Sehr große Angst. Konntest du überhaupt antworten? Irgendwas sagen? Ja, ich habe ihn erst gefragt, ob das dann ernst wäre. Er sagte, ja, so leid es ihm tut. So ist es nun mal. Hm. Danach bist du nach Hause gegangen? Ja. Und hast mit wem zuerst gesprochen? Mit meinen Eltern. Ich habe ja sonst keinen anderen. Ach, du hast keine Familie, bist nicht verheiratet? Ja, ich bin getrennt lebend. Ich habe mit meiner Frau keinen Kontakt mehr. Ach so. Mit meinen Eltern kann ich da auch nicht groß reden. Weil die sind auch fertig mit der Welt. Aber du hast es denen schon gesagt. Ja. Du hast es. Und für die ist dann natürlich dann auch wahrscheinlich alles zusammengebrochen. Ja. Hast du denn jetzt sonst noch jemanden, einen guten Freund, mit dem du sprechen kannst? Ich habe ja keinen. Das ist ja ich habe weder Freundin noch gar nichts. Ich kann mit keinem reden. Wie kommt das, dass du keine Bekannten oder keine Freunde hast? Ich bin ein Außenseiter, auf gut Deutsch gesagt. Hast alleine gelebt? Ja. Eher zurückgezogen. Was hast du vom Beruf bisher gemacht? Ich habe gelernt, habe ich nichts. Ich habe nur so Jobs nebenbei so gemacht. So zeigt mich arbeitslos. Mhm. Was ist denn das jetzt in dir für ein Empfinden? Du hast diese furchtbare Diagnose im Kopf. Es beginnt eine Chemotherapie demnächst, von der man gar nicht weiß, was sie anrichten oder ausrichten kann. Wie geht es dir? Was empfindest du? Wie gesagt, ich empfinde nur noch Angst. Mhm. Weil ich nicht weiß, wie es mit mir weitergeht. Mhm. Weil mir keiner klar sagen kann, ob ich jetzt noch 3 Monate zu leben habe oder noch länger wie 3 Monate. Es kann mir doch keiner sagen. Mhm. Diese Chemotherapie, hat der Arzt dir das richtig erklärt? Das macht der Montag. Ja, ja. Weil ich konnte es nicht. Ich musste raus. Bitte? Ich musste raus, wo er mir das gesagt hat. Verstehe, du musst da raus? Ich musste da raus. Ach, aus dem Zimmer von dem Arzt? Ja, ja. Mhm. Er hat mich nur gefragt, ob wir das versuchen wollen. Ich sage, ja. Ach so. Ich sage, aber bitte seien Sie mir nicht böse. Da habe ich zu ihm gesagt, ich muss raus. Ach so, verstehe. Und daher hast du auch gar keine Informationen, was diese Chemotherapie... Nein, ich wollte mir das Montag in Ruhe erklären. ...eventuell bringen könnte. Ja. Mhm. Große Hoffnung geben sie mir dadurch nicht, durch die Chemotherapie, haben sie gesagt. Mhm. Aber so viel hast du auch noch gar nicht sprechen können, weil du geschockt warst. Naja. Mhm. Und man weiß ja gar nicht, besteht vielleicht eine Resthoffnung, dass die Chemotherapie diesen Tumor zerstört? Oder ist es nur lebensverlängernd, die ganze Sache? Minimal. Wenn es lebensverlängernd ist, wie wird deine Lebensqualität sein und so weiter? Das sind ja alles so Fragen, die noch nicht geklärt sind. Mhm. Es wäre so sehr, sehr wertvoll und wichtig, wenn du einen Ansprechpartner hättest, mit dem du auch mal
genau über diese Sachen reden könntest. Das ist ja. Habe ich aber nicht. Ja, das ist ja ganz schlimm, wenn du da. Du sitzt jetzt alleine zu Hause, kannst wahrscheinlich gar nicht schlafen vor Angst und vor Panik. Guckst Fernsehen oder hängst einfach ab und weißt gar nicht, was du tun sollst. Ich habe 4 Nächte nicht mehr geschlafen. Mhm. Seitdem ich das weiß, habe ich nicht mehr geschlafen. Mhm. Mhm. Ich wandere in meinem Zimmer auf und ab durch meine Wohnung. Mhm. So, da war der Griff zum Telefon erstmal gut, dass du hier angerufen hast. Weil du musst jetzt einen Gesprächspartner haben und vor allen Dingen auch einen langfristigen Gesprächspartner haben. Ich habe sogar schon an Selbstmord gedacht. Mhm. Ja, natürlich, wenn man in so einer Situation ist, denken wir, würden wahrscheinlich viele von uns im ersten Moment daran denken. Wir werden jetzt mal im Hintergrund versuchen und überlegen, was wir machen können. Ob wir dir irgendetwas anbieten können. Dass du eine Kontaktperson bekommst, die dir hilft, denn das ist ganz wichtig, finde ich. Mhm. Dann machen wir folgendermaßen, du legst auf. Könnte ich wohl nochmal mit deiner Psychologin sprechen? Darauf wollte ich jetzt hinaus. Du legst auf und dann wirst du von meiner Psychologin zurückgerufen. Alles klar. Und dann wird gemeinsam überlegt, wie wir dir helfen können. Alles klar, ich danke dir, Domian. Lieber Dirk, alles Gute und ganz viel Kraft. Danke. Tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit dem Daniel. Und Daniel ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Daniel. Um was geht's bei dir? Und zwar geht's um meine Ex-Freundin, die halt jetzt ungewollt von mir schwanger geworden ist. Und das Problem ist daran, dass es jetzt das zweite Mal in ungefähr 7 Monaten ist. Den ersten Abbruch, das war von jemand anders, den ich auch gar nicht kannte. Mhm. Und aber da wart ihr noch nicht zusammen? Nee, da kannten wir uns auch gar nicht. Ja. Wir kennen uns jetzt seit 4 Monaten. Ach, seit 4 Monaten erst? Ja, und sind aber jetzt auch erst seit 3 Wochen ungefähr zusammen gewesen. Vorher waren wir gute Freunde. Ja, und dann... Wie, oder ist jetzt gleich von dir schwanger geworden? Ja. Warum? Und, wir haben ja nicht unverhütet. Warum? Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben einfach ausgemacht und deshalb jetzt ist das mein Problem. Mensch, Daniel, wenn ich das immer höre von erwachsenen Leuten oder auch nicht von erwachsenen Leuten. Wir werden von Jugend und Kindheit zugeballert, von allen Informationsseiten, dass man verhüten soll, wie man verhütet und warum es sinnvoll ist. Aus Schutz vor Krankheiten und eben auch um Schwangerschaften zu verhindern. Und dann höre ich immer wieder, ja, wir haben es nicht gemacht. Und da wundern sich die Leute, dass sie in große Schwierigkeiten geraten. Ja, das stimmt. Mann, oh Mann, oh Mann. Also die größte Geilheit kann doch nicht einen so blind machen, dass man das dann alles vergisst. So, aber bei euch war es offensichtlich auch so. Ja, so ist es halt dann geschehen. Das Problem ist jetzt halt, dass es sie halt so fertig macht, dass sie für sie ist ganz klar, dass sie halt den Abbruch vornimmt. Ich habe ihr auch gesagt, dass ich es gerne eigentlich hätte mit ihr, obwohl sie hat einen Sohn. Jetzt muss ich mal rechnen, wenn ihr, das ist doch alles super frisch, wenn ihr 3 Wochen erst zusammen seid. Ja. Und dann ist sie jetzt schon schwanger und sie weiß es auch? Ja. Dann ist die Information aber ganz frisch. Ja. Und sie will abtreiben. Sie will abtreiben. Sie weiß auch meinen Standpunkt, wie ich das sehe, dass ich zu ihr halten würde. Ich habe selbst einen Sohn. Ja. Und den hole ich regelmäßig ab. Das sieht sie auch, wie ich mich auch um ihn kümmere, obwohl ich mit der Mutter halt nicht zusammen bin. Ja, aber so ist sie sich ziemlich sicher, dass sie den Abbruch vornimmt. Mhm. Und was sie mir halt ziemlich vorwirft, ist, dass ich eigentlich so an dieser ganzen Misere schuld dran bin. Warum? Ja, die Art und Weise, wie es halt zustande kam. Wir hatten eigentlich so halt ausgemacht, bevor ich komme, wir haben schon drüber nachgedacht. Wir wussten, wir machen da jetzt einen Fehler wohl und alles. Aber wir haben gesagt, bevor ich wohl komme, dann werde ich den vorher rausziehen. Und das hat alles nicht so geklappt. Und jetzt, wo sie schwanger ist, wirft es mir sehr, sehr damals vor. Weißt du, Dirk, Daniel, weißt du, diese Methode, die haben vielleicht unsere Großeltern noch geglaubt, vorher rausziehen. Das ist ja nur so auch, so eine alte, du sollst es nicht nur ihr erklären, sondern ich erkläre es, sage es auch nochmal zu dir, dass du dich hast darauf eingelassen. Das ist so eine alte Jacke, dass das nicht funktioniert, weil eben bisweilen vorher auch schon mal Sperma, Flüssigkeit herauskommt und so weiter. Ja, wurde mir auch gesagt und das hatte ich ihr auch weiter gesagt, aber davon will sie nichts hören. Sie ist sich ziemlich sicher, hätte ich das alles irgendwie
nur gebacken bekommen, dann wäre das alles jetzt nicht zustande gekommen. Und ja, das finde ich ziemlich albern, muss ich sagen. Ich finde, dass ihr beide zu gleicher Last die Schuld tragt an der Sache. Ich bin dazu bereit eigentlich, bin ich auch, aber was mich halt so fertig macht, ist, dass sie dir die Schuld gibt. Ja. Doch. Würdest du denn das lieber sehen, dass sie das Kind bekommt? Es würde mir, sagen wir mal so, keine Angst machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das mit ihr auch die nächsten Jahre halt, weil ich war ziemlich verliebt und bin ziemlich noch heute in ihr verliebt. Nur diese ungewollte Schwangerschaft hat alles kaputt gemacht. Alles, was mal schön war für sie, ist heute alles kaputt und bereut es. Ja, das heißt, sie bereut jede Minute, glaube ich, mit mir, die sie verbracht hat. Und da ist auch keine Chance, siehst du mehr, dass sie nochmal auf dich zugeht? Ich habe das Gefühl nicht, ich weiß nicht, jetzt übermorgen ist der Abbruch, sie hat soweit alles hinter sich mit der Beratungsstelle und den Ärzten und ja, sie hat jetzt am Freitag den Abbruch. Ich weiß nicht, woher so viel Hass kommt, ob die das wirklich auch so meint, weil mit den Leuten, mit denen ich darüber spreche, die sagen auch, da gehören zwei zu, aber ich weiß nicht, wie es mit dem Abbruch ist. Also ich glaube, dass da auch vorher nicht viel Gefühl war von ihrer Seite, wenn sie sich jetzt so extrem äußert, nimmt sie das vielleicht als Anlass, auch von dir wegzukommen. Ich glaube nicht, dass da ein großes Gefühl war. Ich sage aber nochmal so meinen Ärger, wenn ich das so höre, dass jetzt ein Leben zerstört wird, nur weil zwei Deppen nicht aufgepasst haben. Ja, das stimmt. Mann. Also du musst dir nicht allein den Schuh anziehen, das muss ich auch nochmal sagen. Da ist sie ganz genau, wie alt ist sie? Sie ist noch ziemlich jung, sie ist erst gerade 19. Na, egal. Gut, du bist schon der Erfahrenere. Insofern hättest du schon noch mehr aufpassen müssen. Ja, und bin mir jetzt auch bewusst. Das würde ich nun auch dann nochmal differenzieren, dass du der Erfahrenere und der Ältere bist. Ja. Und du hättest dich nicht auf sowas einlassen dürfen. Punkt. Dennoch ist sie 19 Jahre alt und weiß auch den Unterschied zwischen Mann und Frau und wie alles denn so funktioniert. Ja. So, jetzt ist aber wirklich alles irgendwie zerstört. Die Beziehung ist kaputt, sie macht ihr Vorwürfe, das Kind wird abgetrieben und wahrscheinlich werdet ihr euch dann auch kaum oder gar nicht mehr wiedersehen. Ja, kaum, würde ich sagen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass wir, als wenn wir uns halt mal wiedersehen würden, dass es so rüberkäme, als ob nie was passiert wäre und sie mich vielleicht auch gar nicht mehr so kennen möchte. Ja, was kann man da noch zu sagen? Da kann man gar nicht mehr viel zu sagen, als das, was wir schon gesagt haben. Ja. Und noch, finde ich, mein Appell an dich, dass du aus dieser Geschichte wirklich verdammt nochmal lernst, dass dir sowas wirklich niemals wieder passiert. Nee, bestimmt nicht. Weil das ist alles, das ist ja eine Verkettung von Unglücken jetzt, die da geschehen sind. Ja, das stimmt. Und das in so einer kurzen Zeit. Ja, und wenn sie jetzt so drauf ist, wie du es gerade geschildert hast, würde ich mich auch von ihr zurückziehen. Was willst du da noch? Ja, das habe ich mir jetzt auch gesagt. Wir haben uns jetzt nach zwei Wochen wieder gesehen. Ich war eine Woche weggefahren und dann habe ich sie jetzt zwei Wochen nicht gesehen gehabt und jetzt hatten wir uns gesehen. Und da habe ich gemerkt, dass halt noch sehr viel Wut und Hass in ihr steckte. Ja, und die ganzen Vorwürfe halt wieder hochkamen. Und da habe ich auch gesagt, lass sie lieber in Ruhe. Und auch ich, überhaupt. Ich denke mir, wenn was ist, dann, sie kennt auch meine Nummer. Ja. Also, es ist alles gesagt, Daniel. Ja. Es darf nie wieder passieren. Nee. Gut. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Hinweis an dieser Stelle nochmal auf morgen. Morgen heißt unser Thema Selbstmord bzw. Selbsttötung. Wir meinen Selbsttötung. Selbstmord beinhaltet immer eine Wertung, aber wir haben diesen Begriff gewählt, weil er der gängigste Begriff dafür ist. Also ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die schon einen Selbsttötungsversuch unternommen haben, die vielleicht sogar kurz davor sind, weil sie so so sich in der Enge fühlen oder keinen Ausweg mehr wissen und das überlegen, sich das Leben zu nehmen. Und ich möchte gerne mit Angehörigen und Freunden von Menschen sprechen, die sich das Leben genommen haben. Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch bitte an unter domian@wdr.de. Oder morgen ruft an, ab 0 Uhr sind wir erreichbar und um 1 beginnt die Sendung. Hier ist die Else und Else ist 66 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Else, guten Morgen.
Domian, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatte dich eine Frau angerufen, die ein Lungenemphysem hat. Sie hatte ihren Arzt gefragt, wie denn wohl ihr Tod aussehen würde, und sie hatte doch die Antwort bekommen, sie werden verrecken wie ein Schwein. Ja, das war eine ganz, ganz schlimme Aussage. Ich bin seit 9 Jahren in der Hospizbewegung tätig und habe eine Frau in der die gleiche Krankheit und eigentlich noch eine Lungenfibrose hatte, begleitet und weiß, dass man also Menschen dann, wo es zum Ende geht, also in ein künstliches Koma legt. Voraussetzung ist aber immer, dass noch ein Transport in das Krankenhaus möglich ist. Also, meine Empfehlung wäre jetzt, dass Sie unbedingt also nochmal Kontakt mit anderen Ärzten aufnimmt und vor allen Dingen auch mit einem Krankenhaus. Soweit ich mich erinnere, und ich erinnere mich, glaube ich, ganz genau, war die Anruferin zu Hause. Sie lag zu Hause. Richtig. Ja. Und es hat mich auch so erschüttert, dass sie sagte, ich kann im Prinzip jede Minute ersticken. Ja. Also aufgrund deiner Erfahrung dringender Rat, Kontakt zum Arzt. Unbedingt. Auch. Also ganz schnell Kontakt aufnehmen zu einem Krankenhaus, sich beraten lassen. Und die können das auch in etwa also abschätzen, denke ich mir, wie lange das noch dauert. Du arbeitest in einem Hospiz? Nein, ich arbeite ehrenamtlich nicht in einem Hospiz. Ich habe 1997 die Ausbildung gemacht bei der evangelischen Kirche. Was ist das für eine Ausbildung, so eine Sterbebegleitungsausbildung? Eine Sterbebegleitung. Wir waren dann auch in einem Pflegeheim und auch zweimal in einem Sterbehospiz. Und wie gesagt, seit 1997 begleite ich Sterbende. Ja, du begleitest sie auch zu Hause. Auch zu Hause. Auch zu Hause. Du gehst in ein Hospiz sowohl als auch dann zu Hause. Ja, überwiegend also zu Hause. Finde ich ganz, ganz, ganz toll, dass du das machst. Ja, nachdem unsere Kinder aus dem Haus waren, habe ich mir also irgendwas gesucht, was mich erfüllte. Und dann stand ein Artikel in der Zeitung, dass so ein Kursus angeboten wurde. Und ich habe mich darauf gemeldet und bin seitdem dabei. Und wie oft in der Woche besuchst du Menschen? Das ist also sehr, sehr unterschiedlich, zumal es auch manchmal anfängt, wenn es eine längere Sterbephase ist. Man kommt ja nicht immer im letzten Augenblick. Hinzu kommt auch, dass ich in einer Kleinstadt wohne, wo auch noch sehr viele Menschen also im Familienkreis sterben, was man natürlich auch begrüßt, was im Grunde ja auch viel, viel wichtiger ist. Also nicht? Du besuchst Leute, die alleinstehend sind, die keine Verwandten, keine Freunde mehr haben? Die auch Familie haben, die im Krankenhaus sind, die im Heim sind. Ja. Aber wie ist es so? Bist du einmal in der Woche im Einsatz oder mehrere Tage? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Je nachdem, wie die Phase ist. Verstehe. Wenn es jetzt in die Sterbephase hineingeht, dann kann es auch sein, dass ich also wirklich jeden Tag in einem bin, dass ich 3 Stunden, 5 Stunden, 8 Stunden oder auch 16 Stunden da bin, je nachdem, wie die Phase so verläuft. Wie verkraftest du das, dass du so viel sterben und so viel unter Umständen auch so viel Leid immer mit ansehen musst? Also in erster Linie danke ich auch meinem Mann, der also da voll hinter mir steht. Und es gehört also eine Gruppe Menschen dazu, die das Gleiche machen, dass man sich also austauschen kann und sich auch gegenseitig Trost geben kann. Ja. Gibt es auch einen Gewinn, den du aus dieser Arbeit ziehst für dich? Ja, also ich denke auf jeden Fall, man bekommt also so viel Dankbarkeit zurück, und vor allen Dingen sterben bedeutet ja nicht nur Traurigkeit. Sterben bedeutet auch, dass man zusammen lacht oder dass man auch zusammen weint. Man bekommt sehr viel zurück. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, die Erfahrung, die man sammelt, die beziehe ich dann auch auf mich. Und ich denke immer, sei ganz getrost, wenn es dann irgend so weit ist. Du kannst ruhig in den Tod hineingehen. Heißt das, dass du durch das sehr oft dabei sein beim Sterben deine Angst vor dem Sterben verloren hast? Vor dem Sterben, ja. Aber da ist ja immer der Gedanke,
wie bin ich erkrankt? Was kommt eben auf mich zu? Und deswegen auch dieser Anruf bei dir, dass man diese Frau nochmal informiert. Ja. Weil es heute wirklich viele, viele Möglichkeiten gibt über Morphium und alles Mögliche. Oder auch bei Menschen, die sie an Krebs erkrankt sind, dass man sie kurzfristig in eine Narkose sogar legt, wenn das Morphium nicht mehr ist. Also pass auf, also ich mache folgenden Vorschlag. Ich hoffe sehr, dass die Anruferin von vorige Woche uns heute Abend auch zuschaut und zuhört, dann hat sie es vielleicht gehört. Dennoch würde ich gerne euch noch miteinander verbinden. Das heißt, wir melden uns bei dir gleich nochmal und dann könntest du vielleicht die Anruferin anrufen. Wir werden das schon regeln, dass auf jeden Fall sie noch an die Information kommt und vielleicht ein Gespräch mit dir führen kann. Ich danke dir sehr herzlich für den Anruf und auch für die Information, die vielleicht für andere Leute auch interessant war und wünsche dir für deine sehr, sehr wichtige Arbeit, das finde ich und das meine ich sehr ernst, alles Gute und viel Kraft und weiter so. Ja, danke Domian. Tschüss. Alles Gute für dich auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. In der Technik war Annette Bastian. Morgen heißt unser Thema selbst.